Captain, wieso funktioniert das nicht? Wo denn? Ach ja, natürlich. Warum funktioniert's nicht? Ja, ist ja logisch. Weil sie das gebaut haben, Meister. Nee, weil es hat ja hier und da mal einen kleinen Lack und ich glaube, dass sich dann die Fließbänder teilweise umdrehen. Was sind das hier für komische Rohrapparaturen? Ich weiß noch nicht mal, ob das alles so hinhaut. Da bei dem Ding, ich guck's mir gleich mal kurz an, kann ich dir sagen, was da war. Erst wenn ich fertig bin, lass mich die ganzen Fehler sammeln. Und dann hätte ich gerne noch eine kleine Erklärung für dieses Schaltzeuggedöns. Ah ja, diese roten, diese Kombinatoren für Konstanten, die brauchst du nicht unbedingt. Die sind einfach nur dafür da, damit du siehst, wo was reingehört. Natürlich, das Hochtrabendste ist dann einfach nur, hey, das ist einfach nur ein Markierer. Und jetzt verwende ich Granaten für den Waldabriss. Granate! Das ist auch richtig so. Granate! Oh, das ist schön. Oh, das ist das Beste, was man machen kann. Ja, wir haben bald Flammenwerfer. Oh. Kann das Feuer auch überspringen? Ja, was ist das eigentlich für eine dumme Frage, oder? Ich muss ehrlich sein, ich habe in meinen bis jetzigen Spielständen eigentlich nie die Flammenwerfer hergenommen. Ich bin immer sofort von den Kanonen zu den Lasern gegangen. Hm. Muss ich ehrlich sein. Es gibt Flammenwerfertürme? Ja, es gibt Flammenwerfertürme. Darf ich dir einen Tipp geben? Ja, ein bisschen mehr Platz. Lass dir mehr Platz zum einen und bau sie zweiseitig an den Bett. Das Ganze soll ja auf einem Belt drauf. Bau sie zweiseitig auf einem Fördermann. Mach so, wie ich es mit meinen Höfen gemacht habe. Und das andere dann hier so hin. Genau. Halt drei in der Mitte, Abstand, damit du es halt. Selbstredend. Genau. Da kannst du nämlich auch immer mehr oder weniger unendlich weit, das sind zwei, nicht drei. So. Da kannst du das unendlich weiter erweitern. Ja, siehst du, habe ich auch. Sehe ich doch. Nein, ich habe kein Grid da. Ne, das sind wieder zwei. Wie viel Schwefel brauchst du denn pro Minute? Lass mich kurz gucken, wie viel Schwefel pro Minute wir brauchen. Da kannst du eigentlich selber gucken, indem du mal schnell dir einen. Warte, das will ich. Können wir noch. Kannst du noch nicht, weil wir haben das blaue Wissenschaftspaket noch nicht. Pass auf, ich mach kurz das blaue Wissenschaftspaket rein. Jo. Damit wir das erforscht haben. Und danach kannst du da selber nachgucken, wie viel Schwefel das Wissenschaftspaket braucht. Und dann, das ist das Mindeste, was wir dann brauchen. Erstmal brauchen wir blaue Science. Aber solange du da oben noch Batterien und alles, kannst du da auch gleich Batterien herstellen. Ja, das schreibe ich auf meine To-Do-Liste. Siehst du, das ist doch schön. Hast du viel zu tun. Ja, danke. Die langweilig. Mein Kopf wird sich bei dir bedanken. Schau dir mal kurz oben die Ölraffinerien an. Dann kannst du das ähnlich wie das bauen, bei den Ölraffinerien. Nee. Du brauchst halt wirklich minimalsten Platz für das Ganze. Es soll schon so aussehen, dass ich das gebaut habe. Aber Herr Lanti, das braucht auch so viel Platz. Oh, ich freue mich dann auch schon, wenn ich der Bahnchef sein kann mit den ganzen Zügen und den Krempel. Das möchte ich auch lieben gerne selber bauen. Kriegst du es hin, dass du aus einem Zug pass auf, ein paar Sachen muss ich dir vorgeben, okay? Ja. Nummer 1, jeder Zug hat zwei Loks und vier Waggons. Nur, damit die schneller fahren? Nee. Richtig, damit sie so schnell wie möglich auf Ding sind. Vier Waggons, zwei Loks. Jeder Zug ist für eine Ressource alleine. Das heißt, der eine transportiert nur Eisen, der andere transportiert nur Kupfer. Wir haben, und dann gibt's noch einen Reisezug. Und einen Speisewagen. Wir können mit einem Reisezug rumfahren. Und eine Sache, die ich dir ganz, ganz, ganz gerne sagen würde, also ein Chunk-Allein-Zug-Netzwerk. Einfach gesagt, was das tut. Das ist so gebaut, dass die Welt ist ähnlich wie in Minecraft in Chunks aufgebaut. Mhm. Dass dein Zug immer nur noch einen Chunk durchfährt, dass du hier nicht mehrere Chunks unnötig lädst und dafür sorgst, dass die Biter unnötig angreifen. Wow. Oh, da kommt eine riesige Monsterherde, das schaue ich mir an. Sind die lilanen verbesserte Viecher? Ja. Ja, dass wir irgendwann gut rauszufinden, wie weit wir jetzt in der Evolution von den Bitern schon sind. Ja, die werden ja auch mit der Zeit stärker und nerviger und größer. Hm. Da wüsste ich auch ganz gerne, was es noch so für tolle... Oh Gott, da kommt auch nochmal eine Horde. Sag mal so, wenn wir 1.0, wenn wir den Evolutionsfaktor von 1 erreichen, kommen Behemoth weiter. Eine Sache möchte ich auch noch ansprechen, und zwar die Sache mit einem Wiki und sich berieseln lassen, sich spoilern lassen, Anführungszeichen. Da weiß ich auch noch nicht, wie weit ich da gehen soll.
Sag mal so, für die meisten Sachen kannst du mich fragen, ohne dass du gespoilert wirst Ja, das normalerweise. klingt, glaube ich, nach der besten Idee. Wenn du einmal die Rakete hattest, hast du eigentlich schon fast alles gesehen, was das Spiel zu bieten hat. Ja. Es geht halt später halt immer nur noch größer und mächtiger und stärker. Aha, ich habe die erste Basis angegriffen. So ein kleines Fackvieh. Nice. Kannst du sie gesamt, kannst du die ganze Basis kaputt machen? Das war nur ein Wurm, der war hier oben. Oh ja. Aber ich könnte, wenn ich auf dem Weg bin, hier oben die noch. Na. Ist das eine kleine? Oder ist sie schon größer? Ich kann es schlecht einschätzen. Warte, du kannst gleich mal mit der Kamera drauf schauen. Das ist, glaube ich, besser. Sag mal so, hast du schon die verbesserte Rüstung? Ja, die habe ich mir schon geholt. Die schwere Rüstung. Genau. Hast du Granaten dabei? Ja. Hast du Fische dabei zum Heilen? Nee, weil ich nicht weiß, wie ich die Fische bekomme. Gehst zum Wasser und baust sie ab. Aus dem Fahrzeug kann ich keine Granaten werfen, oder? Doch. Doch. Das ist noch besser. Dann bring aber Reparaturkits mit fürs Fahrzeug. Ach, shit, jetzt logge ich die schon an. Na gut, Ah, gut, ich habe mein Maschinengewehr. Gut, dann. Nehmt das. Das Problem ist, die Kampfmusik, die fehlt irgendwie. Oh Gott. Rückwärtsgang. Oh Gott. Schnell die Viecher. Ah, damit sie nicht neu spawnen können. Jawohl, die erste Basis wurde beschädigt. Nice. Ja, dann kann ich dir das auch überlassen, dass du das machst. Dann muss ich dann. Oh Dachte ich Gott. eigentlich, du wärst Bait, aber jetzt bist du eigentlich der, der das macht. Auch gut, auch kein Problem. Du Was soll das jetzt heißen? Ich habe doch keine Ahnung davon. kannst auf Sachen schießen. Ja. Da bist du eingestellt. Stimmt, ich bin ja im Vergleich zu dir mehr der FPS-Typ. Haha. Werden die Monster eigentlich auch stärker, wenn man dann ihre Basen zerstört? Ja, das erhöht den Evolutionsfaktor. Also ist es wirklich nichts machen und sie kommen lassen das Beste. Theoretisch, solange du sie in Ruhe lassen kannst. Kannst du sie in Ruhe lassen? Das wird dann da unten bei dir spannend mit der Verteidigung. Das ist ziemlich nah am Wasser gebaut. Ja, da unten, wenn wir vielleicht da unten die auslöschen könnten, die drei Dinger. Ich glaube, Boah. da sollte man das nächste machen. Hey, du könntest mir auch eine Karre bauen. Ich sehe gerade, dass die Wälder auch die Umweltbelastung fressen. Ja, das tun sie. Das ist schick. Deswegen habe ich gesagt, wir haben Glück, dass wir so viele Wälder haben. Jetzt sehe ich das mal live in Action. Was darf es denn sein? Sportwagen, ein Kombi, Transporter, Eins mit Rädern. eins mit Rädern, alles klar. Zweirad oder Dreirad? Ich habe mit Sabine geguckt. Stimmt. Oh Gott. Oh, danke für die Idee. Ich will mir unbedingt mal wieder ein paar Mr. Bean-Folgen anschauen. Vor allem das Coole ist, dadurch, dass Briten sind und dadurch, dass mein Lieblingssturmgewehr ein britisches ist, gab es sogar Folgen, wo das vorkam. Für alle, die sich interessieren, das war das L85. Ich weiß auch nicht, warum ich damals so popelig mit Granaten war. Ich weiß, dass ich immer viel mit dem Auto hingefahren bin. Dann habe ich die eliminiert, dann bin ich hingefahren und habe jedes Nest einzeln mit dem MG. Was war bei mir los? Warum war ich so geizig? Und dann würde ich auch schon fast sagen, können wir uns schon ein paar Pläne für die nächste Folge überlegen, denn Oh wir haben ja. schon sehr viel geschafft. Ja. Lass mich mal kurz so das alles hier angucken. Ja. Ich würde sagen, nächste Folge, blaue Päckchen. Oh, das klingt gut. Und Blaue Wissenschaft. Zugführer. Genau das Zugsystem anfangen. Und eine Kiste mit Pistolen, denn wir werden sehr oft sterben.